Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Runde von Let's Play Watch Dogs. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Aber das ist ja auch soweit egal, ne? Deswegen einfach mal, setzen wir doch einfach mal das Spiel fort, ja? Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieße es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Soweit ich mich erinnern kann, geht es ihrem Baby gut, ja? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne den hier. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Teilen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Aha. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Naja. Dann fahren wir doch einfach mal zu unserer nächsten Mission anscheinend. Aber irgendwie geht mir dieses ständige Rumgefahren in dem Spiel so ein bisschen auf den Geist. Aber auch nur so ein bisschen. Abgesehen davon, warum können wir nicht so schnell wie normale Menschen fahren außerhalb der Mission, sodass wir nicht unbedingt alle Menschen, die uns in den Weg kommen, töten, verunfallen, irgendwas müssen. Ah, stopp. Warte mal. Yay, das bin ich immer gerne mit einem Fuß im Grab. Haben wir auch gerade gesehen, so wie ich todesmutig aus diesem Auto gesprungen bin. Mission starten und ich sollte vielleicht mal meinen Timer starten hier, eventuell. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. DedSec sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen von mir hat es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert.
Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck, genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Und unser Auto ist weg. Ach so, den Profiler öffnen. Okay. Suchen Sie einen Brückenzugang. Ah, das war ja schwierig. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fuhr. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fuhr. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Babsack versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Zur Explosion einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS, heißt es, konnte die Polizei das Gebiet innerhalb weniger... Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Aha. Also, wir sollen uns... Komplettes Setup. ...ein paar Obdachlose angucken. Und finden dann... Ah. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Das sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen die mich mitspielen. Okay, jetzt müssen wir pokern. Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Fuhr. Okay. Finde, ich sammle ihn jetzt auf. So, also du da. Du bitte nicht ganz so schnell weg, weil ich nicht so viel Auto. Da, einsteigen, los, komm, zack, weg. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Okay. Eine Runde ausschalten, bitte. Ah,
Ich meine, da haben wir schon schlimmere Gegner ausgeschaltet als die. Die sind wenigstens lieb. Und versuchen uns nicht umzubringen. Noch. Aua. Wir müssen bloß mal wieder auf Straßen kommen, an denen wir denen aus. An denen wir. Verstärkung! Verstärkung ist da! Bumm. Och, das Ziel lebt noch. Schalt ihn aus! Ach so, jetzt sind sie nicht mehr lieb. Also, bitte flüchten. Naja, das soll ja mal noch das Einfachste sein. Ja, Vortrauen. Ja, so hätte ich mir das ungefähr gedacht. Bitte flüchten. Komm schon, verdammt! Sieh in dieser Richtung nach! Er ist weg! Diese alten Fixer, ey. Aua, aua, immer noch aua. Egal, wir kriegen ihn beim nächsten Mal. Okay, das ist gut. Kriegt ihr nicht. Okay, dann eine Runde Poker mit Tobias Fruhr. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Ja, genau. So, da müssen wir hin. Ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß, bevor ich noch was kaputt mache. Oder ich nehme ein Motorrad. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Wenn nicht, überhaupt nicht, vielleicht. Hast du keinen Führerschein? Ich bezweifle, dass ich einen Führerschein habe, junge Dame. Ja. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Ah, guck mal hier, der sieht doch nett aus, dieser Mensch hier. Der leiht uns doch bestimmt gerne mal sein Auto. Ja, tu das besser nicht. Okay, keine Polizei, das hilft uns schon mal ungemein. Nein, gut, ich dachte schon. Ah. Das wäre jetzt noch der Super-GAU gewesen, einfach mal wieder eine Polizeiverfolgungsjagd. Weil das hier doch nicht so oft stattfindet, solche Verfolgungsjagden oder so. Bumm. So, wenigstens können wir mit diesem Auto mal ein bisschen mehr kaputt machen, ohne dabei selber so sehr kaputt zu gehen. Und wir haben auch gleich unser Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. So. Hüpfen wir einmal hier drüber. Arschloch. Hey, danke für den Systemschlüssel. Was hat der so Schönes? Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Oh, wir müssen Poker spielen. Na gut. Bin ja. Dabei. Mhm.
Wahrscheinlich kommt mir gerade nicht zugute, dass ich noch nie Poco gespielt habe. Okay. Okay. Ja, das macht's ungemein besser. So, jetzt könnt ihr mir gerade mal beim Pokerladen zugucken. Ja. Ja, okay. Ja, Ja, ich meine, kann man ja mal geben, ne? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als Ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Ach so. Also, das hat mir überhaupt nichts genützt, dass ich jetzt hier Poker spielen muss. Okay. Tobias! Stopp! Auch jetzt müssen wir die netten Menschen noch verfolgen. Ja, toll. Scheiße. Wer ist schneller, wir oder er? Wahrscheinlich werden wir früher oder später ihn haben. Und ein bisschen bescheuert sieht er schon aus und verhält er sich auch. Och nö. Wenn, dann soll er doch mal bitte so rumrennen, dass wir den auch einfach fangen können. Nicht so, dass uns da so ein Boot im Weg steht. Komm her. Oh, ja. Zündende Idee, würde ich da mal sagen. So, gleich habe ich dich. Aber wir können den ja auch nicht umbringen. So ohne weiteres. Weil den brauchen wir ja noch. Oh, der kann ganz schön rennen. Och Gott. Kann der nicht mal irgendein Hindernis haben, dass wir auch ein bisschen zumindest die Chance haben, den überhaupt mal. Ich will dir ja gar nichts tun. Das ist nicht wahr! Ich weiß Ich habe zu lange nicht mehr Watch Dogs gespielt, nicht den richtigen Knopf Also, gefunden. ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals! Die finden es raus! Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar.
Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich passe. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich bau alles. Scheint so. Okay. Vielleicht wird er doch noch zu unseren Freunden. Oder zu einem unserer Freunde. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie, mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Oh oh. Ich glaube, Jordi hat was Unschönes vor. Und wir sind ziemlich nah am Wasser. Mitten der nächsten Mission. Das heißt, wir müssen entweder übers Wasser oder wir haben gleich ein Problem mit Wasser oder wir müssen in den Bunker. Aus dem Weg und fährt doch nicht auf einer Kreuzung einfach so rum, ohne was zu sagen. Und ohne mich zu fragen vor allem. So, Aua. Mann. Das nervt wirklich ein bisschen, dass man hier, dass die Straßen teilweise doch so gedrängt sind, dass man gar nicht. Und warum fährt er da an der Wand? Oder an der Leitplanke? Dass die Straßen doch teilweise so unschön sind, dass man da ein bisschen Probleme hat. Hey, du LKW. Also erstmal wollte ich eben meine andere Pistole haben. Und hier. Da haben wir doch schon einen netten Menschen, der uns ganz sein Auto leiht. So. Also es ist wirklich unschön, dass hier wirklich die Straßen nicht so sind, dass man dort manchmal schnell von einem zum anderen Ort kommt. Weil es auch daran liegt, dass man die Missionen vielleicht doch ein bisschen enger beieinander legen könnte, so als Spielentwickler. Man kann ja dabei trotzdem durch die ganze Stadt kommen, aber man muss doch nicht immer von einem ans andere Ende der Stadt fahren, nur wegen einer Mission und dann wieder das Ganze rückwärts. Aber naja, ich hoffe, das wird mal
Ich weiß nicht, es gibt ja auch noch den DLC Bad Blood und ja, irgendwann soll doch auch bestimmt auch noch Watch Dogs 2 kommen. Und ja, schauen wir mal, was das noch so für lustige Sachen birgt, ne? Aber momentan ist leider ein bisschen unschön. Naja, und bevor wir das fast leere Plätzchen betreten, würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da oder lasst doch am besten ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als tschüss, habt noch einen schönen Tag, Abend oder Mittag. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid bei einem neuen Let's Play Watch Dogs.